Ich bin auf dem Weg in eine Wohngemeinschaft. In der WG wohnen lauter unterschiedliche Leute, aber sie haben alle eins gemeinsam. Sie sind demenzkrank. Wie das Zusammenleben hier funktioniert, will ich heute wissen. Grüß Gott. Guten Morgen, Henkenhaus. Ich grüße Sie. Grüß Gott. Herzlich willkommen bei uns. Dankeschön. Komm ich rein. Ja. Grüß Gott. Grüß Gott, grüß Gott. Schauen Sie mal, da werden Sie schon begrüßt. Henkenhaf. Grüß Sie Gott. Thank you. Guten Morgen. Wollen Sie das haben? Die Jacke, nein, ich hab eine eigene dabei heute. Ja. Heute brauchen wir sie, gell? Und Sie dürfen Ihre behalten. Genau. So, jetzt drehen wir uns mal rum, gehen wir ein Stückchen weiter. Ja, da gibt es noch mehr, ja. Schauen Sie mal, Herr Professor. So, grüß Gott, die Damen und Herren. Hallo, ich mal hier an, grüß Gott. Das ist die Frau Zellner. Henkenhaf, grüß Gott. Oh ja, ich habe ganz kalte Hände. Ich komme von draußen, ja. Entschuldigung. Ja. Hallo. Ja. Hallo. Es ist kalt. Grüß genau. Gott. Ja. Grüß Gott. Oh, der ganz kalte Hände. Da kann man sich erwärmen. Danke, das ist gut. Ich zeige Ihnen gerne mal ein bisschen was von unserer Wohnung. Guten Morgen, Herr Dr. Grüß Schröder. Grüß Gott, grüß Gott. Grüß Gott. Henkenhaf, grüß Sie Gott. Wir haben heute Besuch im Hause. Hallo, grüß Gott. Ich grüße Sie. Haben Sie gut geschlafen? Ja, sehr Na, gut. Das ist ja wunderbar. Sie auch, ja. Ja, und jetzt geht's ab ins Bad. Aha. Gell? Ja, sie hat gerade gesagt, es ist noch nicht frei. Dann müssen wir noch warten. Müssen wir anstehen heute, ha? So ist es in der WG so manchmal, ist es im Leben, in der Wohngemeinschaft. Gell? Da ist manchmal das Bad noch besetzt. So. Das gehört natürlich auch dazu. Mhm. In der Familie hat auch nicht jeder sein Bad und ja, so muss man warten. Guten Morgen. Herr Konrad. Hallo, grüß Gott. Grüß Gott. Was wollen Sie Henkenhaus zeigen? Wir wollen nur mal ja, sagen, Sie mal, erstmal. Dürfen wir mal Ihr Zimmer ja sehen? Ja. Weil ja jeder hat ja sein Zimmer eingerichtet, wie er möchte. Das möchte. Sehr, sehr lebensnah und genau schlampig. So lebensnah und schlampig. Und schnell zusammen. Das ist wie bei mir zu Hause. Darf ich mal reinschauen? Ein Besuch kommt irgendwie unter die Decke. Wir schauen nicht in den Schrank und nicht unter das Bett. Sie haben es bestens vorbereitet. Sieht super aus. Sind es auch Möbel von Ihnen zu Hause? Habe mich so gefreut, dass die hier so reinpassen. Genau. Weil ja es irgendwie ländlich wirkt und draußen es wirkt ländlich. Also und so können Sie sich einfach auch gut zu Hause fühlen, ja, wenn es Sachen sind, die Sie kennen von daheim. Ich bin gleich mit meiner Heimat eingezogen. Ja. Dann fühlen Sie sich wohl, so klingt es. Ja, genau, ja? Genau, ja, genau. Und das ist auch wirklich eine ganz tolle Gemeinschaft. Also, es wird einem sofort geholfen. So Herr Birkner, dürfen wir reinkommen? Henkenhaf, hallo, grüß Sie. Sie fragen, danke, dass wir mal kurz reinschauen dürfen. Setzen Sie sich. Ach, doch, danke, ich stehe gern. Aber Sie haben das selber eingerichtet hier? Sind das Möbel von zu Hause? Ja, klar. Ja. Alles kommt das nicht ist ja mit. Alles klein hier. Mhm. Genau. Sie sind so schnell, Frau Deisenberger. Wo kommen Sie ursprünglich her, vom Dialekt? Ein bisschen was, aber richtig einordnen kann ich es nicht. Also schon vom Allgäu. Vom Allgäu, aha. Ja. Allgäu verbinde ich immer mit Kühen. Auch, ja. Haben Sie auch einen Hof gehabt früher? Ja, oder? Ja, freilich. Ja? Ja. Mit Kühen? Mit Kühen, ja. Immer. Und da haben Sie mithelfen auch, müssen, logischerweise? Habe ich ja auch schon geholfen, immer schon. Mhm. Ja, das habe ich gern gemacht. Mhm. Das, wenn meine Mutter sieht, dass ich mich so anstelle hier. Jetzt haben wir unsere Kartoffeln, damit wir nachher die Suppe kochen können. Oh. Alles kommt da rein. Jawohl. Das hätten wir halt nicht zu essen. Hätten wir nichts zu essen? Das ist ja, da müssen Sie selber für sorgen. Das ist gut. Das geht gar nicht, gell? Na. Weil Essen hält. Hält Leib und Seele zusammen. Sehr gut. Schauen Sie mal, und da haben wir nämlich jetzt gleich was zu tun. Ja. Oha. Bei uns heißt es, wer rastet, der rostet. Und das gibt's gar nicht. Deswegen. Ja. Das heißt, dann. Muss man? Man muss was tun. Ja. Ich ziehe mal eins raus. Aha. Das spielen Sie das öfter? Ja, ab und zu. Ab und zu mal. Also, alles Gute. Kommt von oben. Jetzt haben Sie ein wenig reingespitzt, oder? Nein, habe ich nicht. Gut. Das weiß ich schon. Aller Anfang ist? Schwer. Fehlt ein Weh, schauen Sie mal. Schwer. Aller Anfang ist schwer. Schwer. Oh, schaut schwer, schwer. Das steht da. Oh, oh, oh. Dazu jeder Topf. Jeder Topf hat seinen Deckel. Deckel, genau, so ist es. Mhm. Schreiben Sie mir dann schön auf, was wir nachher beim Metzger holen müssen. Kartoffeln,
Und dann brauchen wir beim Metzger Wienerle. Wer macht das jetzt? Sie gehen nachher mit zum Einkaufen. Ich gehe mit. Gut, und darf Sie ich. Ich darf mitgehen, Sie? Also gut. Na, wenn ich mitgehen wunderbar. Darf, gehe ich mit. Dass das auch erfahren geht. Jawohl. Mal schauen, ob wir was kriegen, wir zwei. Und Sie sind hier die Verantwortliche, oder? Ja. Wie viele Menschen wohnen hier? 9 leben hier insgesamt, ja. Und wir haben seit April vergangenen Jahres die Wohngemeinschaft eröffnet. Mhm. Und sind ungefähr seit Juni eine Gruppe, die sich so langsam zusammengerauft hat, wie das halt zu Hause so ist. Ist nicht ganz so einfach, oder? Es sind ja lauter verschiedene Persönlichkeiten. So ist es. Und so 4-6 Wochen haben wir immer so die Anfangseingewöhnungszeit und dann findet man sich. Aber das ist ja auch. Aber das ist, denke ich, in einer normalen WG auch dasselbe. Genau, das ist eine normale WG, das Gleiche. Ja. Genau. Wie sind Sie dazu gekommen, hier zu arbeiten? Ich bin dazu gekommen, einmal aus der eigenen Betroffenheit her. Meine Mutter ist auch an Demenz erkrankt und wir waren damals auf der Suche, was gibt es für eine Alternative. Und die Entscheidung, ein Altenheim zu wählen, war einfach nicht die richtige. Und da habe ich mich auf die Suche gemacht, was gibt es. Und so kam die Wohngemeinschaftsgedanke zustande. Und ich hatte das Glück, das Projekt mit begleiten zu dürfen, die Wohnung mit zu konzipieren. Und dann kam die letzte Entscheidung, nach der Anfangsphase die Wohngemeinschaft auch zu leiten. Und was ist das Schwierige oder Besondere bei einer Arbeit mit Demenzkranken? Was bei allen Menschen, die an Demenz erkranken, im Vordergrund steht, sie haben ihre große Vergesslichkeit. Das Denken funktioniert nicht mehr, aber was immer funktioniert, ist die Emotion. Mhm. Und auch wenn Sie nochmal verstehen, was Sie gerade gestern gemacht haben, Sie merken, da stimmt was nicht bei mir. Und das macht Sie zum Teil sehr betroffen, lässt Sie für uns aggressiv erscheinen. Oder macht auch Angst wahrscheinlich. Und macht Angst. Was kann man machen hier, um die Ängste zu nehmen? Durch diese kleine familienähnliche Struktur gibt Ihnen das einfach mehr Sicherheit und das Gefühl, es ist ein Zuhause, weil wir versuchen, wie in einer Familie zu leben. Jetzt darf ich Ihnen hier noch was sagen, was ganz wichtig ist für unsere Leute. Wir haben so einen kleinen Wochenplan, was tut sich bei uns? Und da muss man sich ein bisschen orientieren können. Und es gibt wieder die Sicherheit, heute am Samstag, da ist noch ein Spaziergang mit der Frau Konrad geplant. Und das heißt, die können selbst draufschauen, was passiert noch. Und die Frau Konrad und die Frau Birkner gucken zum Beispiel jeden Tag, muss ich mich heute sputen? Weil ein Termin ist, okay. Und dann muss man sich zurechtrichten. Mhm. Ohne uns geht's ja nicht. Jawohl. Und Sie haben lauter lila Sachen an. Ist das Ihre Lieblingsfarbe? Das ist scheinbar die neue Mode. Ja, die neue Mode ist es. Sehr gut. Schauen, ob wir es rüber schaffen. So, und Sie haben den Zettel, dass wir wissen, was wir brauchen beim Metzger. Wir können anschreiben lassen, oder? Ja. Gut. Ich nehme es schon, oder? Nur freilich. So. Wunderbar. Wieder schauen. Genau. Vorsicht, eine Pfütze. Hallo, grüß Gott. Hallo, Henkner. Hallo. Wer bist du? Julina. Tobias heiße ich. Hallo. Hallo. Und Sie sind? Ich bin Frau Kleekemper, Tochter von Frau Konrad. Okay. Genau. Sie kommen regelmäßig? Mal besuchen, ja. Darf ich mitkommen? Ja, okay. Schauen wir mal, was die Oma macht. Dann haben Sie sich bewusst entschieden, hier in dieses Haus? Ja, das ist natürlich erstmal, haben wir erst gedacht, mehr, wo sie vorher gewohnt hat, in ihrer Wohnung in Feldmoching. Mhm. Da gibt es auch so eine Wohngemeinschaft, da war aber gerade kein Platz. Und, da wäre ich meiner Vergangenheit hinterhergelaufen, sozusagen. Es wäre furchtbar geworden. Ja. So gesehen war es vielleicht gar nicht schlecht, so den Sprung zu machen. Mhm. Und es war eigentlich auch recht zufällig, dass wir das hier erfahren haben, dass es das hier gibt. Und dann war das mit dem See. Also ich meine, die Lage ist top. Ja. Also klar. Meine Mutter hat jetzt hier so schöne Ausflüge im Sommer gemacht. Also das war schon schön. Nein. Ja, wir gehen heute sogar noch schwimmen, Mami. Ohne Witz. Ohne Witz. Julina schwimmen. Ja. Julina ist schon ganz scharf drauf. Hallo. Ach so, okay, so Lande, du hast mein Herz auf Wandel, Wandel, du hältst es fest und
Wir kommen alle zu Tisch. Wir legen auf den Tisch noch die Serviette. Die kommt noch. Herr Birkner, sagen Sie unserem Gast, dass er hier sitzt. Bitte? Hier sitzt unser Gast. Ja. Wie haben Sie damals bemerkt, dass bei Ihrer Mutter Demenz festgestellt wird, oder? Ja, das war gar nicht so einfach zu bemerken, weil sie hatte noch meine Oma gepflegt und konnte sich dadurch durch den festen Rhythmus noch ganz gut halten, bis wir gemerkt haben, dass sie die Mieteinnahmen nicht mehr kontrolliert hat, Rechnungen, die Mahnungen kamen, die Stapel wurden immer größer in der Wohnung. Und dann kam einfach dazu, dass sie wirklich das Kurzzeitgedächtnis so schlecht war, dass sie dieselbe Geschichte innerhalb einer Stunde hat man dann 3 oder 4 Mal gehört. Und dann wurden wir schon stutzig. Wie war das für Sie, hierher zu kommen in die WG? Der Schritt, die Mutter aus der Wohnung raus in ein fremdbetreutes Wohnen, war ganz furchtbar. Aber dann, als der Schalter umgelegt wurde, aus irgendwelchen Gründen, ging es ihr auf einmal gut. Ab da wusste ich dann, dass es absolut der richtige Ort ist. Es ist einfach ein Wahnsinnspersonal und die sich wirklich da richtig reinstressen und wirklich mit allem Herzen, mit ihrem ganzen Herzen dabei sind. Ne? Und Sie bringen sich ja auch ein, oder Sie dürfen, sollen, wollen sich wahrscheinlich auch einbringen? Wir haben ein paar Aufgaben, die wir, also einen Wocheneinkauf müssen wir machen, einen Sonntag müssen wir kochen und ansonsten halt in der WG auch mal einfach präsent sein und vielleicht mal jemanden mit zum Spazierengehen nehmen. Grundsätzlich ist es so, dass die Angehörigen, das ist das Schöne an der WG, immer wieder die Bewohner auch mit auffangen, wenn die ein Tief haben. Also wenn jetzt meine Tochter dabei ist, dann muntert die Frau Deisenberger auf, wenn sie gerade verwirrt ist. Und das ist das Schöne, dass die sich so gegenseitig stützen. Man hat halt nicht die Einsamkeit, die du in jedem anderen Heim oft schon hast. So, jetzt soll die Mama schwimmen kommen, oder? Ja. Okay. So, ich gehe wieder in die WG, wenn ich darf. Ja. Vielen Dank, Frau Konrad. Was machen Sie da? Was ich da mache? Ich glaube, es gibt noch Kuchen. Also ich hoffe es zumindest. Tschüss. Ciao. Vielen Dank. Grüß Gott. Da sitzen auch noch welche, die ich noch nicht kenne. Hallo. Grüß Gott. Grüß Gott. Hallo. Grüß Gott. Wir kennen uns schon, oder? Ja. Haben wir uns schon gesehen? Immer noch oder schon wieder kalte Hände, schauen Sie mal. Immer hat er kalte Hände. Er kommt von draußen rein. Richtig, hallo. Tobias. Das ist hallo. Die Julia. Marlene ist Tobias, hallo. Wer ist das jetzt alles? Das bist du. Das bin ich. Mit 2 Hund. Mit die 2 Hund, oh je. Yeah. Und da bist du auch mit deinen Enkel. Aha. Und ihr kommt öfter mal zum Bilder anschauen oder zum Vorbeischauen. Ja. Die Enkel kommen öfter mal, Frau Deisenberger. Ja, auch. Ja, auch, ja, soweit sie sich kennen noch. Gell? Das ist nicht so einfach im Wohnung für Sie. Ja, wir haben schon viel gemacht. Also das ja, es ist so, wenn sie mich kennt, dann freut mich das natürlich, ja klar. Aber eine Stunde später weiß ich es nicht mehr, dass ich da war. Das ist der. Also, fühlen Sie hier gut aufgehoben? Absolut, ja. Und man will einfach das Beste für die Mama. Das ist es. Und da habe ich jetzt einfach auch für mich so das Gefühl, das ist es jetzt. Und ich habe nicht weit, ich fahre eine Viertelstunde, dann bin ich da, von jeder Zeit rein. Sie wird gut versorgt. Und es passt einfach, ja. Und jetzt dürfen Sie sich hier aber auch mal ein bisschen ausruhen. Sie müssen nicht nur stricken.
Ja, ich stricke. Ich muss immer was in der Hand haben. Ja, vielen Dank, Frau Deisenberger, dass ich einen Einblick in Ihr WG-Leben haben konnte heute. Oh ja. War sehr nett. Hat mir Spaß gemacht. Ihnen vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.